Hallo, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück. Wir sind dabei, die nächste Alien-Einrichtung zu stürmen. Wir haben. Wieso haben wir hier. Ah, wir haben die Dinges freigegeben. Bluescreen-Geschosse all day long. Giftgeschosse. Wir haben nur einen. Mr. Wallace hat keinen. Mr. Wallace muss doch hier, wenn wir dir eine ordentliche Rüstung geben. Außerdem kannst du noch persönliche Kampfsimulationen dir gönnen. Waffenverbesserung. Junge, guck dir das an. Zielfernrohr. Brauchst du. Du brauchst außerdem. Erweitertes Magazin. Das sieht dir hört sich gut an. Und sofort Kills. Du wirst eh nicht viel schießen, aber wer weiß. Ausrüstung. Schnitterplattenrüstung. Ja, mehr können wir dir nicht geben. Und die Claymore, die behältst du auch, das ist gut. Hat keinen Kameraden, schade. Aber ist okay. Alan, hast du die bestmögliche Waffe? Nee, hast du nicht, ne? Du kannst die, die du hast, noch verbessern. Mit einem Automatiklader. Und jetzt haben wir gar keinen. Was haben wir jetzt nicht? Genau. Zielfernrohr. Da bleibt ja nur der Stecher, ne? Aber die Frage ist eh, wollen wir nicht lieber eine andere nehmen als die Plasmalanze? Schaden plus 2, hier auch plus 2. Zielsicherheit plus 20. Und Chance auf Bonusaktion plus 20. Zielsicherheit plus 15, aber kostenloses Nachladen plus 4. Ja, machen wir das. Strahlenpistole ist klar, da hast du nicht die andere. Na, wird schon. Wird schon. Brauchen wir nicht. David Anderson ist dein Buddy. Stiletto Wagner. Die können zusammen. Das ist gut. Troller hat noch keine Kameradschaften. Na gut. Unser Jäger ist wieder mit dabei. Und das ist okay so. Das ist okay so. Wir haben kein Imitationsgerät. Der würde schon gerne eins einpacken. Monsieur Egonson. Aber das ist dein Granatenplatz. Du hast nur die Säurebombe. Hm. Wir haben auch nur ein Medikit. Das ist alles nicht so geil. Volles Risiko. Wir gehen volles Risiko. Wenn es nicht klappt, gehen wir raus. Und dann bleibt die Alien-Einrichtung halt bestehen. Aber wir gehen jetzt voll in die Offensive. Ich habe schon wieder vergessen, auf wen wir hier treffen werden. Aber kann ja nur gut werden. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr es auch. Bam, bam, bam. Da haben wir drei Alien-Einrichtungen an einem Tag zerstört. Nachdem wir ein halbes Jahr lang aufgelevelt haben, kann man sich das mal gönnen. Wildnis in Neubrasilien. Was sieht man denn so weiß gezeichnet aus? Platzieren Sie die X4-Ladungen und gehen Sie auf sichere Distanz zur Detonation. Wenn wir die Einrichtung vernichten, verschafft uns das mehr Zeit. Minus 1,5 Zielkoordinaten eingegeben. Gehen Sie in Position und platzieren Sie die X4-Ladungen. Ist das richtig, dass wir mal wieder 7 Leute sind? Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Ein Alien sucht Hopp. So, Sparky Marky. Hier, dann Monsieur Cunningham. Geht an die vorderste Front, ist safe. Madame Elizabeth Wright ist neu dabei. Kommt hier noch nicht hoch, kann aber hier relativ sicher mitmischen. Hoffe ich doch mal. Sie kann da auch gerne so ein bisschen, ne, so ein bisschen mehr riskieren als die anderen. Wenn Dingens und der Dritte hier ganz nach vorne geht, er kann ja praktisch nicht getroffen werden. Wieso kommen wir hier nicht hoch? Kommen wir sonst hier irgendwo hoch? Hier gibt es auch keine Möglichkeit. Hier nur richtig rein, dann da aufs Haus, wenn wir dann irgendwann mal
so weit nach vorne kommen. Von daher, komm, oder kannst du... Oh! Nehm mal mit. Klaro. Tschu. Wofür haben wir denn? Wofür haben wir denn die Rüstung? Wir warten erstmal noch mit unserem Angriff, aber die Konfrontation bietet sich dann natürlich wieder an. Außerdem wird der Doc hier so ein bisschen in die Schutzzone gehen. Genauso wie der Jäger auch da bleiben wird. Und der verborgene Pistolenfeuerschutz sorgt auch dafür, dass wir uns ein bisschen sicherer fühlen, falls jetzt sonst was passieren sollte, falls sie ihn hier entdecken. Was auch, glaube ich, jetzt der Fall wird. Nee, können die nicht sehen. Das Gras ist so hochgewachsen. Glück gehabt. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir steigen... Sorry. Ja, wir steigen ein mit einer Claymore. Wir kommen hier nicht hoch, ohne nicht entdeckt zu werden. Aber ist auch gar nicht so schlimm. Jetzt dachten wir zwei, drei Schritte zurück. Ha, nee, dann hier, ne? Auf den Elite-Offizier. Hier, ein Geschenk! Und jetzt braucht man noch irgendwas, was Flächenschaden macht. Da können wir entweder den Kettenschuss, Schusshagel, Ruptur, Säurebombe, auch geil. Flammenwerfer haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Würde nur hier 4 bis 7, das ist schon nice, ne? Schon nice. Aber hier, da müssen wir die Deckung aufgeben, das ist mir alles zu tricky. Und Konfrontation ist auch gut. Aber das würde ich mir aufheben für eine Situation, in der wir halt viel, viel mehr brauchen. Kannst nur hier hoch, hier kannst du nicht hoch. Schade eigentlich. Und Nova, Energieexplosion. Ah nee, kannst du nur von dir aus. Das Bombardement, das heben wir uns auch auf. Ja, Säurebombe ist mir too much. Flammenwerfer auch. Ey, dann gehen die Konfrontationen, ne? Oder wir gehen hier ganz normal rein. Wie wär's damit? Wie wär's damit? Wir gehen da ganz normal. Wir haben so viele Schuss. Und wenn wir ihn hier treffen, zu 73%, dann explodiert er auch die Claymore. Markierten Feind entdeckt. Aha. Da habt ihr ja was entdeckt. Jetzt seid ihr was ganz Großes auf der Spur. 13 Schaden. Wow. Ja. Das war's schon. Er hat den anderen mitgetötet. Okay. Sehr cool. Dann Feuerschutz. Während wir hier uns weiter nach vorne pirschen. Mit Elizabeth Wright. Die neue im Team. Herzlich willkommen. Wir werden jetzt hier nicht doppelt vorgehen. Wir gehen nur Schritt für Schritt vor. Gehen Feuerschutz. Wir haben keinen Stress. Und die Musik ändert sich wieder. Jetzt geht es uns doch gleich viel besser. So, Monsieur Stiletto Caniero. Ich vertraue Ihnen. Und sich mal umgucken. Alien-Patrouille in der Nähe. Sektor Poto. Und kann auch den Elite-Purifikator mitnehmen. Wir merken uns das und schauen, ob unser Scharfschütze in der Lage ist. Sie zu sehen, das ist er nicht. Dann wäre die Frage, ob wir ihn da haben wollen. Aber da ist er viel zu nah. Viel zu nah. Nee. Wir gehen ist in Distanzschutz. Wir laden hier nach. Ready to rock. Ready to rock.
Wir werden hier den Teufel tun und wenn hier jemand hochkommt, schießen wir. Ansonsten war's das. Das Dinger bleibt hier auch weit weg. Ja. Und Elizabeth nimmt die Position hier ein. Bleibt da. Egonson. Kann so ein bisschen vor, wird er auch sich zurückhalten. Hier müssen wir noch nicht nachladen. Gehen in den Feuerschutz, gucken, ob der Sektorboot zu uns kommt. Es tut sich nichts, okay. Ich hätte gedacht, wir sehen jetzt alle. Dann lass mal hier vor, nach vorne gehen weiter. Und nochmal schauen, ob unser Scharfschütze. Nee, immer noch nicht. Musst du doch sehen können. Oder sind die da drin? Sind noch nicht da drin? Stehen da. Was kannst du denn da nicht sehen? Du hast freie Sicht. Hm. Ich würde schon gern die Claymore einfach da reinhauen. Feuer auf ein Ziel, bis dir die Munition ausgeht, dass sie stirbt. Das ist natürlich bei so viel Munition richtig nice. Lass mal gucken, ob das mit dem Sektopoden geht. Aber ich meine, der muss ja schon hier sein, ne? Eigentlich muss es hier sein, damit er richtig viel Schaden macht. Ja, wir können ja immer noch sagen, leere deine Munition auf den Sektorboden aus. Wenn sie am Start sind, so wie jetzt zum Beispiel. Aber zuerst Elite-Lanzenträger töten. Oder aber auch von hier aus drauf gehen. Können noch Übernahmeprotokoll. Nach dem habe ich gesucht. Der Doc macht das aus sicherer Entfernung. Wir 63%. Oder halt ausschalten. Dann bin ich mal gespannt, ob er ausgeschaltet bleibt. Vor allem wird mir jetzt hoffentlich angezeigt, für wie lange. Und diesmal gucken wir genau hin. Hack the planet. 2. Dann machen wir das auch. Dann müssen wir jetzt noch nicht unser Magazin drauf entladen. Wir gehen mit einem Schwerthieb rein. Und haben hier auch dann eine Position, von der aus wir sehr gut dastehen. Und wenn Cunningham kann, wird sie zum Sensemann. Zur Sensefrau. Lass mal Elizabeth schießen. Wenn sie die Möglichkeit hat. Nee, hat sie nicht. Dann soll sie einfach nur nach vorne gehen. Egonson kann von hier aus volle Deckung genießen. Und den Elite-Purifikator treffen. Zwei Schaden zerschreddert, 9 Schaden gemacht. So muss das. Der Schatten wird nichts tun. Der Jäger kann nach vorne. Ich bin wie eine Gazelle. Gazellenartig für 80% den Kill mitnehmen. Daneben, 80%. Eure schlechten Leistungen färben auf mich ab. Ja, ich hätte es gern jemand anderem gegönnt als Alan. Ja, hat er ja nichts mehr zu gewinnen. Aber ich muss es hier komplett übernehmen.
Und hier bleiben wir im verborgenen Feuerschutz. Wenn jetzt der Sektopod aufwacht, dann bin ich aber böse. Ist nicht der Fall. Okay, dann mach ihn erstmal. Lass uns die Rüstung zerschreddern. Mit der Strahlenkanone. Für 77% nur. Wenn du weiter vorgehst, hast du da mehr Prozente. Hier kannst du ihn zumindest sehen. Ja, 84, das hört sich doch schon viel besser an. Und die Heckverteidigung verringert, falls wir das machen wollten. Alan kann ihn jetzt auf 1 runterbringen. Auf 3 und jetzt können wir Spark den Kill mitgeben. Alles klar. Nee, er ist ja auch schon ganz oben mit dabei. Dann entweder Elizabeth. Auch. Cunningham. Ja, sehr gut. 95%. Mach das. Das war laut. Affirmative. Moving out. Wir gehen in Feuerschutz. Wir werden nachladen. Wir werden uns in eine Top-Position bringen. Schattentechnisch gehen wir hier hoch, wo ich gebraucht werde. Sehen, dass wir nichts sehen. Gehen hier hoch. Da hinten. Die sind nah. Die sind nah. Sehr nah sind die. Okay, wir sind nicht entdeckt worden. Hä? Wo sind sie denn hin? Wo sind die denn hin? Ich stehe zu ihren Diensten. Da. Können Sie aber nicht sehen. Wir sind hier aber. Dann mach doch mal die Claymore hier rein. Es braucht Geduld. So. Das würde ich gerne aus der Ferne erledigen. Alan, du kannst ja gar nicht sehen. Oh, ich dachte, du könntest es sehen. Kostenlos nachladen. Ich glaube, dann war die Claymore jetzt für die Katz. Passiert auch mal. Können nicht nur immer 100% effizient sein. Dafür, das ist ein Sprint. Okay. Nehme ich in Kauf. Hier müssen wir auch nicht nachladen. Wir gehen aber so ein bisschen nach vorne. Die weiten Flächen, die frische Luft. Ich überwache den Bereich. Zack. Mit unserer Nahkampfeinheit. Wollen wir schon eine gute Position haben, weiter vorzugehen. Gehen ja in die Doppeldeckung, in der Hoffnung, dass wir niemanden triggern. Niemanden auf die Senkel treten. Okay, und dasselbe gilt für Elizabeth. Bei Elizabeth ist es aber doppelt schlimm, wenn sie was triggert, deswegen mal hier bleiben. Wir laden nach. Kostenlos, schmostenlos. Könnten jetzt hier eine gute Position einnehmen. Das mal auch machen und dann wieder in Feuerschutz gehen. Und sie kommen lassen. Kommen aber nicht. Wenn wir von hier gucken, dann sehen wir doch hoffentlich alle. Inklusive der Claymore. Und jetzt würde ich schon unglaublich gern mal das Verbannen ausprobieren, ne? Wir werden enthüllt, aber das ist mir so wert. Da haben wir es mal haben. Aber vorher will man. Ja, doch, mach mal. Wie? Guck mal, das sind 2, 4. Feuer auf ein Ziel, bis dir die Munition ausgeht oder das Ziel stirbt. Enthüllt in Schnitter.
Ist okay, lach mal. So viel Munition wie wir haben. Und zerschreddert auch noch Munition. Sehr gut. Hä? Ah, ja, sehr gut. Du kannst den killen. Zwei. Er dürfte sich ja nicht bewegen. Er fliegt ja jetzt nicht runter. Erledigt. Das war's schon. Spring in die Luft. Mach die Claymore scharf. Töte die beiden. Selbstläufer. Es ist halt echt Next Level strategisches Spiel einfach bei mir, das ihr hier sehen könnt. Ich möchte es nicht angeben, aber es ist schon ein Qualitätsmerkmal. Da muss ich auch selbst mal mir sagen, lief überraschend gut. Ich habe jetzt tatsächlich nicht so weit gedacht, aber freue mich natürlich, dass das genauso gelaufen ist. Ja. Ich hätte es anders erwartet, aber ich nehme es natürlich gerne mit. Ionson bringt sich hinter unserem Spark in Deckung und jetzt ist die Frage, will Alan mitkommen? Ja, wir müssen ja wieder dann später raus, von daher nach vorne mit dir, dasselbe geht auch für den Doc. Der da zwar eine gute Position hat, aber die kann noch besser werden. Overwatch. Oh, du kannst hier nichts mehr machen. Okay. Triple Overwatch. Alan geht hier hoch. Denn wenn er sich wo wohlfühlt, dann auf erhöhten Positionen. Der Doc, El Doco, kannst du... Nee, so weit hoch kommst du jetzt auch nicht. Na gut. Aber du kommst doch hier hin. Guckst hier rein, siehst niemanden, gehst hier hoch, für nichts an Fortbewegungspunkten und bleibst dort. Stiletto ist nicht mehr im Schatten, geht wieder in den Schatten und schaut sich in aller Ruhe an, was er uns hier hinten erwartet. Niemand! Können wir auch reingehen oder wie oder was? Da ist eine Tür. Auf der Seite, auf der Flanke vielleicht. Auch nichts. Hä? Ich mag jetzt nur ungern den Jäger da reinschicken, weil er hat er ist schon angeschlagen. Er ist angeknackst. Das macht niemand gern, das ist klar. Aber Elizabeth, wie wär's mit dir? Du kannst nicht rein. Nur der Jäger kann rein. Weil er diese Einheit ist ziemlich beweglich. Springen kann, ja. Aber triggert da nichts. Okay. Wo wollen wir uns denn dann sammeln? Hier vorne wieder eigentlich. Das ist okay. Mach das. Sprengladung platzieren. Manus 1-5, Status bestätigt. X4-Ladungen sind scharf. Begeben Sie sich unverzüglich zum Evakuierungspunkt. Was aber auch heißt, dass... Körperliche Anstrengung, wie altmodisch. Was wollte ich sagen? Es keine Animation gibt für die Platzierung der Sprengladung mit unserem Mech. Schade eigentlich. Da kommt Verstärkung, aber Alan und... Vorsicht, wir haben feindliche Verstärkungen auf dem Weg zu ihrer sind Position am Start. Server schafft's auch bald. Hoffe ich. Egal, wo sie hingeht, wird sie entdeckt. Hier würde sie wahrscheinlich auch entdeckt werden. Oben, um. Ja, gehen wir hier hoch. Ich muss mich beeilen. Und Sarah, sage ich schon. Unser Schnitter einfach. Dort oben ist er im Schatten, kann nicht entdeckt werden und kann in der nächsten Runde evakuiert werden. Da kommt ein Transporter, der uns nicht sieht. Hier oben sollen sie eigentlich unseren Schnitter sehen, während er da so steht. Aber er ist ja noch im Schatten. Er ist so gut versteckelt. Kann keiner was machen. Plumpe-Patrouille ist in Bewegung. Plumpe-Patrouille. Ja. Sehr gut.
Besser hier, dass er drüben. Entschuldigung. Menes 1-5, Vorsicht, wir haben feindliche Verstärkungen auf dem Weg zu ihrer Position geortet. Da sind sie ein bisschen spät dran. Ich hau ab. Wir hauen ab, wir sind raus, wir sind safe. Das war's. Menes 1-5, Status bestätigt, X4-Ladungen detonieren. Dritte Alien-Einrichtung innerhalb von 24 Stunden. Makellos. So sieht's nämlich aus. Was reimt sich auf Egonson? Makellos. Advent-Vertreter kündigten heute eine Erhöhung der monatlichen Rekrutierungsquote an. Die Bürger werden aufgerufen, sich freiwillig in ihrem Rekrutierungszentrum zu melden. Nur gemeinsam können wir eine bessere Zukunft schaffen. Das wird Advent auch nicht weiterbringen. Stiletto, Jäger und auch Stiletto haben hier die Rekorde geschafft. Nun denn. Nichts hebt die Stimmung wie tote Aliens und davon haben wir heute mehr als genug bekommen. Unser Jäger ist immer noch verwundet für 11 Tage, kann aber natürlich trotzdem mit in den Kampf gehen. Avatar-Fortschritt um 1 verzögert. Außerdem dann jetzt wahrscheinlich auch eine neue Location aufgedeckt, bei der wir uns ein bisschen was dazu verdienen können. UFO-Landung. Wir müssen es überfallen und uns die Alien-Technologien vorrätig sichern. Nö, müssen wir nicht. Streunende Hunde. Wo ist das? UFO-Landung in der Neuarktis oder die Alien-Einrichtung in Neuchile. Wir werden es in der nächsten Folge erfahren, wo wir hingehen. Jetzt sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Ich freue mich darauf, euch das nächste Mal begrüßen zu dürfen. Wenn wir denn dann erstmal, erstmal muss ich noch gucken. Krankenstation. Gibt nichts, ne? Verbesserung ansehen. Verbesserung haben wir so, dass wir Sachen wieder in den Kampf reinzuschauen versetzen können. Haben wir noch nicht gehabt. Geht leider nicht für eine Mac. Aber okay. Bleibt fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Egonson.